Ist natürlich immer ein bisschen abhängig von der Destination selber, wo sie steht, wo die strategischen Schwerpunkte liegen. Aber ich denke, die Trendthemen verlangen im Augenblick schon Investment. Ja? Also bis 10% sollte man eigentlich reingehen, weil die Entwicklung in den nächsten Jahren sehr schnell gehen wird. Und dann brauche ich ein gutes Fundament, da muss ich mit arbeiten können. Also da sollte man sich schon überlegen, da substanziell mit umzugehen. Und aus meiner Sicht, viele Destinationen machen das auch. Also die sind ja schon nachhaltig gerade engagiert. Das ist eine gute Entwicklung. Trends werden heute eher aufgegriffen als früher und ist auch gut so, weil wir wissen, wie schnell die kommen dann. Hauptthema natürlich im Augenblick ist Social Web, Facebook, was soll ich da machen, wie soll ich damit umgehen. Da kommt so ein bisschen Mobile als Thema. Was wir sehen ist aber, dass das Thema Digitalisierung der Destinationen der eigentliche Trend ist, der sich seit Jahren entwickelt, halt ein bisschen breiter auf das Thema raufgucken. Gar nicht schauen, was mache ich in dem Bereich, was mache ich in dem Bereich, sondern wie kriege ich die Bereiche wieder zusammen. Und dann schauen, dass man eben möglichst effizient vorgeht, ja? Dass man gar nicht jeden Einzelbereich so aufpumpt, sondern versucht, integrierte Strategien zu finden, die sehr fokussiert an der Destination arbeiten. Die Frage kann man schnell beantworten, ja. Weil da, wo Destinationen es machen, wird in bestimmten Bereichen einfach gekürzt an Arbeitszeit etc. Manche Teile kann man rausgehen. Also man kommt zum Teil mit bestehendem Personal hin oder muss nur sehr geringe Personalaufstockungen machen, um damit umzugehen. Es ist eher eine Umstrukturierung. Ja? Es ist kein so starkes Plus nachher im Aufwand, sondern eigentlich eine andere Art, mit Dingen umzugehen. Ein Wandel eben. Also die einfachste Art zu fokussieren und auch in anderen Bereichen offensichtlich die wichtigste ist, auf die Marke zu gehen. Die Marke ist das, was letztendlich jeder kennt, und wenn ich die Marke stärke durch alle Maßnahmen zusammen, dann kann ich den meisten Erfolg erreichen, also wirklich einen Impact meiner Budget und Zeitmittel in die Destination einfach durch Markenpflege. Ja? Ganz einfaches Beispiel. Das I der Touristeninformation, das kennen Leute überall. Ja, wenn sie es sehen, wissen sie sofort, okay, da kann ich hingehen, da kann ich fragen, da kennen sie sich aus. Hier ist die Destination. Das ist im realen Leben so. Jetzt stellen Sie sich mal Social Web vor. Da gibt es unglaublich viele Fanseiten von Destinationen. Keiner weiß genau, wo er ist, was hier eigentlich passiert. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie hätten dieses I, dieses kleine Tourismus-I auf Ihrem Profilbild. Jeder Gast wüsste sofort, welche der vielen Seiten die Destination ist, wo er sich in 50 Jahren gelernt, vertraut hinwenden kann. Das ist die Kraft der Marke, und das gilt natürlich für die Destination selber auch nochmal. Dieser Fokus Marke, der hilft, Zeitressourcen zu sparen und trotzdem auch mal ein bisschen mehr zu erreichen als bisher. Er ist der Führer im Dschungel.